Hallo zusammen, einer neuen Ausgabe von Platzhirsch TV. Es wird in der Branche immer viel geredet. Ist Abu Dhabi das neue Dubai oder nicht? Wo muss ich hinfahren, wenn ich in die Emirate möchte? Ich befinde mich hier in Abu Dhabi und ich gehe der Sache heute mal auf den Grund und liefere euch alle Insider-Infos, die ihr braucht, wenn ihr privat mal herfahren wollt oder aber auch, wenn ihr eine Incentive-Gruppe plant. Ich bin hier in der größten Moschee im arabischen Raum und wenn mich nicht alles täuscht, könnt ihr mich gerne berichtigen, in der drittgrößten von der ganzen Welt. Und jetzt schauen wir uns einfach mal Abu Dhabi an. Ganz in Kürze alle knackigen Infos erhaltet ihr von mir gleich mit einem kleinen Fazit. Viel Spaß dabei! Zeit für ein kleines Fazit. Ich befinde mich hier in Abu Dhabi am Strand. Wie ihr sehen könnt, hinter mir ist die Skyline von Abu Dhabi. Ich habe mir jetzt den letzten... Das Baden verboten, wollte ich nur sagen. So, also, was habe ich mir angeschaut? Ich habe mir verschiedene Restaurants angeschaut, ich habe mir Hotels angeschaut, ich habe mir Locations angeschaut, ich habe mir einfach ein bisschen alles drum und dran angeschaut, was man wissen oder kennen sollte, wenn man hier Urlaub machen möchte oder mit einer Gruppe was erleben möchte. Was ist mein Fazit? Fangen wir an mit Hotel. Hotel ist im Vergleich Dubai zu Abu Dhabi für mich relativ gleich. Es gibt sehr gute 5-Sterne-Hotels, ganz viele City-Hotels, welche mit Strand, also da gibt es nicht viel, da kriegt jeder einen Punkt, das läuft. Dann, was gibt es mit Erlebnissenprogrammen? Ihr könnt natürlich in beiden Städten auch raus in die Wüste fahren und könnt Camps machen in der Wüste bei Nacht mit Kamelreiten und so weiter, auch hier bei dem Punkt läuft. So, was gibt es noch? Locations. Hat Abu Dhabi einen kleinen Pluspunkt, weil die haben natürlich hier die nagelneue Ferrari World und die Formel 1 Rennstrecke. Und hier kann ich sagen, es gibt super günstige, also relativ günstige Packages, dass man hier auf dieser Rennstrecke was machen kann. Mit Fahrzeugen selber mal Vollgas geben. Da gibt es einen Punkt für Abu Dhabi, muss ich wirklich sagen. Das ist Dubai ein bisschen hinten dran. Wenn man jetzt fragt, was ist denn jetzt die absolute Lifestyle-Destination? Was bringt denn jetzt mehr? Was ist neuer? Was ist hipper? Was ist angesagter? Fällt mein Fazit am Ende jedoch ganz anders aus, denn ich würde mich für Dubai entscheiden. Abu Dhabi hat aktuell ungefähr 500.000 Einwohner und in den 70er Jahren haben die das erste Mal Öl entdeckt und haben sich dann eine Idee gemacht für ihre Stadt, also so ein Stadtplanentwicklung in der Theorie, was sie in die Praxis umsetzen. Aber in der Praxis schaut das alles ein bisschen Stückwerk aus. Also ich kann keinen wirklichen Plan erkennen, zumal sie planen, von 500.000 Einwohner aktuell auf 3 Millionen zu gehen, also eine Versechsfachung. Und da gehört ja auch Infrastruktur dazu und so weiter und so fort. Das persönlich kann ich jetzt nicht erkennen. Von daher muss ich sagen, Dubai ist für mich kompakter, interessanter, abwechslungsreicher. Ich kann auch an einem 4- oder 5-Tagestrip viel mehr erleben, viel mehr machen. Ich habe viel mehr Highlights auf einem Fleck. Und daher, sorry Abu Dhabi, ich bin der Meinung, Abu Dhabi ist nicht das neue Dubai. Und alle, die es erzählen, die dürfen jetzt mal genau hier schreiben in den Kommentaren, was sie damit meinen. Dürfen mal ihre Meinung darlegen. Und jetzt erwarte ich mal einen richtigen Shitstorm von den Abu Dhabi-Fans. Und ja, heute gibt es auch kein Gewinnspiel, also ja nicht hier zweimal Business Class nach Abu Dhabi mit 5 Tage 5-Sterne-Hotel, sondern wenn es euch gefällt, liken, teilen. Alles, was ihr macht, bringt das Ganze hier weiter. Würde mich natürlich sehr freuen. Wenn ihr Tipps und Tricks für mich habt, dass wir es mal andersrum machen, was wollt ihr gerne mal hören, was wollt ihr gerne mal erfahren, welche Fragen habt ihr, welche Themen soll ich denn bearbeiten, dann schreibt mir eine Mail, kommentiert das und ja, da freue ich mich auf eure Kommentare und Likes. Bis bald, bis zur nächsten Ausgabe. 37 Grad, ich muss mal was trinken gehen und hier in Schatten, das ist echt warm, heiß und bis zum nächsten Mal. Euer Sascha Heide, ciao, ciao.